Verlass, er spielt jetzt ein Weihnachtslied. Ich habe in meinem Notenschrank mal ein bisschen rumgeblättert. Da sind Sachen drin, die habe ich noch nie gespielt und nie gekannt. Ich singe ja vom Blatt, habe ich ja gesagt. Oder ich will überlegen, was vorher. Das ist in D-Dur, 2 Kreuz. Die Melodie hörte ich vorher mir in dem inneren Ohr. Hab. Das wirklich noch nie. Und so kann ich es auch nicht. Das ist D-Dur. Und ein Text steht auch nicht drin. Also man muss ein Weihnachtslied draus machen. Das Gesicht muss noch ein bisschen frei sein. D-Dur, pass auf. Ich sag mal den Text. Es ist Weihnachtszeit. Mal sehen, wie das. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Ich sehe fast nichts, ne? Sie wissen. Vorspiel. Es ist Weihnachtszeit und du bist bereit. Geh doch hin und dort zum Beginn. Das war der Text, ne? Jetzt kommt ihr. Weihnachtszeit und du bist bereit. Geht dorthin, Leute, zum Beginn. Es ist Weihnachtszeit und du bist bereit, doch heute dorthin zum Beginn. So geht es. Und Opi hat ja dann gesagt, ich habe keinen Text dabei. Text an der Abendkasse leider. Und die Abendkasse hat schon geschlossen. Also gibt es keinen Text, sondern nur Musik oder hinterm Vorhang. Aber wenn ihr mir einen Text gibt, werde ich den vertonen. Spontan vertonen, das kann Opi immer noch. Habt ihr ja gehört. Nicht geübt. Aus dem Hut. Und dann habe ich halt die Speisekarte vorgelesen. Es kommt immer gut an, weil es sitzt immer einer drin, der Hunger hat. Mindestens einer hat Hunger. Und wenn du die Speisekarte musikalisch, das geht ganz leicht. Ach so, das geht als Blues. Ach, das kann ich aus dem Hut. Ein Blues in G-Dur oder so. Jetzt singe ich noch einen Blues, völlig aus dem Hut. Sing doch mal einen Blues. Ne? Das kannst du doch. Oder sing doch mal ein Weihnachtslied. Aber das ist der Trainingsblues. Das ist der Trainingsblut. Zum dritten Advent in Weiderstein. Oh yeah. Das ist der Trainingsblut. Bei dem jeder mit Mut. Das ist der Training. Wo bleibt die Speisekarte zum Absingen? Das geht noch. Und tschüss, schönen Abend noch.